Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie läuft eure Woche bisher? Erlebt ihr auch so viele Abenteuer wie Maus und Igel? Heute sind die beiden wieder einmal unterwegs und lernen wieder einmal jemand Neues kennen. Sei gespannt! Marienkäfer in Not. An einem schönen Sommertag machen Maus und Igel einen Spaziergang zum Teich. Sie planschen mit den Füßen im Wasser herum. Das tut gut, wo es doch so warm ist. Übermütig spritzt die Maus den Igel nass und der spritzt natürlich kräftig zurück. Doch plötzlich sieht die Maus etwas Rotes auf der Wasseroberfläche. Rot mit schwarzen Punkten. Es zappelt verzweifelt. Igel, sieh nur, da schwimmt ein Marienkäfer. Der Igel sieht nun auch den kleinen roten Punkt und meint, ich wusste gar nicht, dass Marienkäfer schwimmen können. Du Dussel, die können doch gar nicht schwimmen. Wenn wir den kleinen Wicht nicht retten, ertrinkt er, sagt die Maus. Aber wie sollen wir ihn kriegen? Er ist noch viel zu weit von uns weg, stellt der Igel fest. Tja, da müssen wir uns mal wieder etwas einfallen lassen, aber fix, sagt die Maus. Die Maus hüpft schnell aus dem Wasser. Wo willst du hin, fragt der Igel. Ich suche etwas, womit wir den Marienkäfer herausfischen können. Da läuft der Igel hinterher. Gemeinsam gehen sie auf die Suche. Am Ufer wachsen lange Schilfhalme. Die Maus knabbert schnell einen Halm ab und nimmt ihn mit ans Wasser. Sie versucht damit, den Marienkäfer zu erreichen, aber der Halm ist viel zu kurz. Dann müssen wir eben zwei aneinander binden, meint die Maus und beißt gleich den zweiten Halm ab. Mit ein paar Gräsern verknoten sie die beiden Halme und schieben sie auf der Wasseroberfläche zu dem Marienkäfer hin. Ein kleines Stück fehlt aber leider immer noch. Gib mir deine Hand, dann kann ich mich weit hinauslehnen, bittet die Maus den Igel. Hier vorne im Wasser sehe ich einen großen Stein, da kann ich mich bestimmt draufstellen, dann reiche ich noch ein Stückchen weiter. Gesagt, getan. Der Igel hält die Maus steht mit einem Fuß auf dem Stein im Wasser und lehnt sich so weit sie kann hinaus, um die Schilfhalme zum Marienkäfer zu schieben. Und tatsächlich, es klappt. Der Halm reicht bis zum Marienkäfer, der greift mit letzter Kraft danach und klammert sich daran fest. Die Maus zieht den Halm ans Ufer und der Käfer ist gerettet. Allerdings verliert der Igel in diesem Moment das Gleichgewicht und stolpert einen Schritt nach vorne. Daraufhin gerät auch die Maus ins Wanken und platsch liegen alle beide im Wasser. Ha, na, da haben wir ja eine schöne Abkühlung gekriegt, lacht die Maus. Ein Eis wäre mir allerdings lieber gewesen, meint der Igel. Beide kriechen ans Ufer zurück und schütteln das Wasser ab. Sie freuen sich, dass der Marienkäfer wieder fit ist. »Vielen Dank, dass ihr mir das Leben gerettet habt«, sagt der Käfer zu seinen Helfern. »Ich bin zwar nur klein, aber vielleicht kann ich euch irgendwann auch mal helfen.« Seine Flügel sind in der Sonne schnell getrocknet. Jetzt kann er wieder zu seinen Freunden fliegen. Die beiden schauen ihm nach, bis er in der Sommersonne verschwunden ist. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit diesem Marienkäfer in den nächsten Tagen noch einmal zu tun kriegen. Jetzt wollen wir uns weiter um unsere Weihnachtskrippe kümmern und ein wenig weiter basteln. Was ich ehrlich gestehen muss, ist, dass mir diese Gesichter immer noch ein bisschen schwer fallen. Die sehen noch nicht so richtig toll aus. Aber wie man immer so schön sagt, Übung macht den Meister. Bleib da dran. Eines Tages bist du ein richtiger Gesichtsprofi. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
Heute kommt der letzte Hirte dran und dann erfahren wir auch gleich, was diese Hirten mit ihren Schafen alles noch machen werden. Hallo zusammen! Heute machen wir den letzten Hirten fertig, damit unsere Herde auch zwei Hirten hat. Und zwar werden wir heute einen Hirten machen, der auch einen beweglichen Kopf hat. Und der guckt auch sehr erstaunt, wie ihr seht, denn er hat was ganz Besonderes gesehen. So, los geht's. Wir schneiden uns wieder ein schönes Stück Ton ab, das den Körper geben soll. So, das wird so ein bisschen oval geformt und ein bisschen weiter. Das ist der Körper. Und jetzt machen wir die Arme. Da werden wir auch wieder die Hände unten gleich mitmachen. Das hält besser. Also, wie bei dem letzten Hirten, drücken wir hier eine Vertiefung ein, schneiden einen Daumen extra und die andere Hand bekommt dann noch die restlichen vier Finger. So. So, der Arm ist natürlich für den Körper ein bisschen lang, das ist aber überhaupt kein Problem. Wir haben ja ein Messer. So, der wird jetzt hier wieder befestigt. Wobei ihr darauf achten müsst, dass ihr den Finger natürlich in die richtige Richtung zeigen lasst. Ich habe jetzt fast den Arm an der falschen Seite montiert. Das soll natürlich nicht passieren. Beschwert sich der Hirte sicher. So, jetzt haben wir das richtig. Und oben wird wieder schön festgerollt. So. Wie bei diesem Hirten wollen wir ihm auch einen Stock geben. Also rollen wir wieder eine kleine Rolle. Biegen ihn zu einem Hirtenstab und legen ihn hier vorne auf den Bauch und die Hand greift drumherum. So. Können wir noch ein bisschen einschneiden, damit das schön absticht. So. Und jetzt gibt es den zweiten Arm. Jetzt müssen wir den Daumen auf die andere Seite machen. Also auf diese Seite. Das ist der Daumen. Dann schneide ich ein bisschen weg. Und aus dem Rest machen wir die vier Finger. So. Er ist auch zu lang, das ist aber nicht schlimm. So. Der kommt jetzt auf die rechte Seite. Wird schön oben festgerollt.
So. Das sieht doch schon ganz nett aus. Wir können ihm auch noch einen Gürtel verpassen. Ganz wie ihr wollt. So. Und dieser kleine Hirte hier, der kann auch seinen Kopf verdrehen. Der kann also in verschiedene Richtungen nachher gestellt werden. Ihr seht, auch hier ist wieder ein Zahnstocher eingebaut. Also nehmen wir uns ein Stück Zahnstocher und stecken es da, wo der Hals ist, hinein. So, und jetzt rollen wir den Kopf. Ihr werdet merken, das Gesicht ist immer das Schwierigste. Soll ja nett aussehen. Also brauche erstmal eine Nase. Dann drückt man sich am besten mit einem Messer den Ton zu einem Dreieck. Das kann man dann besser formen. Man kann dem auch Nasenlöcher verpassen. So. Unser kleiner Hirte hier, der guckt aber sehr, sehr, sehr gespannt. Der hat irgendwas Besonderes entdeckt. Deshalb machen wir ihm jetzt auch den Mund, als würde er staunen. Nämlich ein Loch, das wie ein O nachher aussieht. Und da legen wir die Lippen als kleinen, kleinen Ring ringsherum. So, das sieht doch schon ganz nett aus. Jetzt bekommt er die Augen, die auch groß sind. So, jetzt machen wir ihm noch ein paar Haare. Aber zuerst zwei Ohren. So. So, er guckt schon ganz interessant. Jetzt machen wir ein paar Haare, die vor den Ohren sind. Dazu machen wir wie bei den Schäfchen kleine Röllchen und lassen dann die Haare ein bisschen ins Gesicht. So, der hat natürlich jede Menge Haare, da müssen wir noch ein paar Röllchen machen.
Besonders schön ist es, wenn ihr die nicht alle gleich lang macht, sondern so ein bisschen wild ins Gesicht. Eins länger, eins kürzer. Ich glaube nämlich, dass die Hirten bestimmt keinen Kamm auf dem Feld hatten. So sieht das schon ganz gut aus. So, und hinten wieder schön festrollen, vorne lose lassen. So, und der Hirte bekommt jetzt wirklich mal einen richtigen Hut. Dazu nehmen wir uns wieder ein bisschen Ton. Dann lassen wir in der Mitte ein bisschen mehr und drücken nur die Ränder platt. So. Und das bekommt der Hirte jetzt auf den Kopf gesetzt. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr das Gesicht nicht so sehr zerdrückt, wenn ihr den Hut anbringt. So. Wie so ein Schlapphut kann der ruhig so ein bisschen unegal übers Gesicht hängen. So. Und jetzt wird er auf den Holzspieß gesteckt. So, und fertig ist unsere kleine Hirtengruppe. Jetzt ist unsere Herde mit Hirten und Schafen komplett. Gestern habe ich dir schon erzählt von diesem Engel, der den Hirten eine Botschaft gebracht hat. Und tatsächlich haben die Hirten sich mit all ihren Schafen sofort aufgemacht und sind dahin gezogen, wo dieses Jesuskind geboren sein sollte. Und was sie da dann vorgefunden haben, das erfährst du ab morgen. Also bis dann. Ciao.